Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Mein Name ist Nikopi und die Ladies sind da und es gab auch. Hallo, hallo. Hola. Hola, Hallo. hola, chicas. Oh, ihr seid schon am Stative an die Decke kleben. Sehr gut. Wir sind schon wie die Spinnen unterwegs. Die Spider-Stative. Es gab jetzt so Vorlesen, was wir machen müssen. Hast Ich du Bock? versuch's. Okay, das schaffst du. Muss das Gab erstmal leiser machen hier. Streng dich an. Unglaublich. Reinigen Sie den Bereich Ihres Geistes mit Räucherstäbchen. Finden Sie Beweis für unnatürliche Ereignisse mit EMF. Finden Sie einen Raum unter 10 Grad Celsius. Ah, und der Geist heißt Betty Moore. Oh, Betty Moore. Betty. The Betty. Oh, ich hab EMF und Frodo. Sehr nice. Und ist es ein Gruppengeist oder keine? Das wissen wir nicht mehr. Ach, genau, das ist jetzt weil neu, steht oder? ja nicht da. Das stimmt, es gab jetzt ein Update, das kam heute, oder? Jetzt steht da bloß Gestern. Noch, nee, gestern kam es, glaube jetzt ich. Steht da bloß noch, wir können nicht sagen, ob der Geist auf Einzelpersonen oder Gruppen reagiert. Das musst du vor Ort rausfinden. Okay, wie scheiße. Das heißt, das gehört jetzt auch mit zur Challenge. Kacke. Das gehört jetzt auch mit zur Challenge. Wisst ihr, wer mich gerade angeschrieben hat? Sauerkraut. Ob er mitspielen kann. Nein. Nö, ist nicht. Das sieht man auch im Achso, Video. ich bin noch Profi, also ist der Stromkasten am Anfang aus. Wir müssen den erstmal suchen. Okay. Also Ich von bin mir da aus. oben. Sauerkraut, wenn du das Video siehst, von mir aus hättest du mitspielen können. Wir sind aber voll schon. Ist bestimmt irgendwie unten rechts in einem verwinkelten Raum oder so. Ich guck mal gleich. Such nebenbei mal den Knochen und die Puppen und alles. Achso. Es gab, du hast auch ein Thermo, ne? Da brauchst du ja nicht hinterher. Hier, ich habe den Raum gefunden. Es ging ich fix, habe hier wo? Oben Knochen gefunden. Wo ist hier? Gegenüber Ich habe gleich direkt gehabt. Fingerabdrücke. Hier. Oh krass, okay. Fingerabdrücke? Zwei? Ja. Ja, Fingerabdrücke fotografiert. Aber hier ist es warm, also 11 Grad. Da ist der Raum, da ging auch die Tür auf. Ich guck mal fix nach dem. Ja, das ist schon der Raum auf jeden Fall. 10 Grad war es jetzt gerade, also es dauert noch ein bisschen mit der Temperatur. Ah, du hast die Ratten, was ich gefunden habe. Was denn? Eine Puppe? Daddy, schau was Besseres. Nee, nee, nee. Oh! EMF 5! Okay. Das ist 5. Okay, ich komme mal und bringe das Board mit. Lass mal die Sanity kaputt machen. Banshee oder Revenant? Och ja, super Start, wirklich. Und oben rechts ist übrigens der Knochen. Im Raum. Hol okay. ich mir auch noch. Oh. Videokamera steht. Könnt ihr schon die. Achso, die Geisterbox habt ihr schon. Wie alt bist du? Ich geh mal die Räucherstäbchen holen. Wir müssen ja ausräuchern. Das Ding. Ich hol mal eine neue Kamera. Danke. Wieso ist die alte schon wieder kaputt? Ich hab die erst neu gekauft. Hey du, ich hab da Familienfotos gemacht und jetzt ist schon wieder alles. Ja, die musst du mal Guck zur mal, Entwicklung bitte, bringen. Wo der Stromkasten ist. Der scheint. Kleinen Moment. Scheint im Keller zu sein. Gibt gar keinen Keller hier. Und dann ist er unten, dann ist er im Erdgeschoss. Oder ist es oben? Nee, weil. Ja, dann ist es oben. Oben ist Warte, der. Ist der. Das ist. Das oben ist das hier. Ja, tatsächlich. Ja. Wir haben die Aufgabe mit dem Thermometer noch nicht fertig, Leute. Ja, aber. Es war noch nicht unter 10 Grad. Okay, jetzt. Ich habe auch bis auf den Traum nicht einmal 9,5. Ja, Licht. Ja, hat geklappt. So, ich räucher die Bitch aus. Also, die soll sich warm anziehen. Ich tippe nicht auf Gefriertemperatur, das hätten wir jetzt schon gehabt. Ja, aber es kann dann auch später nachkommen, ne? Kann sein, aber es ist noch nicht mal unter 10 Grad gewesen. Das dauert ewig. Ich höre Schritte. Ja, ich bin es. So, ich räucher mal rum hier. Ja. Räucher!
Räucher! Verschwinden. Der Typ jetzt mit dem Witcher-Board nicht als Dings gezählt, ne? Als Geister-Event? Ja, als Interaktion. Schreib ins Buch. Hier sind halt immer Schritte drin in dem Raum. Die ganze Zeit höre ich die. Wie alt bist du? Sometimes. Wir brauchen ein Buch oder eine Fliege? Ja, Buch habe ich schon drin, aber er schreibt noch nicht. Sometimes. Du fliegst auch. Du fliegst auch, Juicy. Du fliegst auch. Du fliegst auch. Ich hab den Irren. Es ist ein Nigoki. Lockt ein, es ist Nigoki. Okay, jetzt Tür. Der Tür braucht man nicht mehr fotografieren, nur noch zwei Geister oder ein Geisterfoto und ich hol noch den Knopf. Juicy, sometimes you will flow too. Ah, okay. Dann haben wir alles, oder? Oh. Also es war EMF 5, wir hatten... War das Geisterbox oder? Fingerabdrücke. Ah, Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Ich habe gerade ein Knochenfoto bekommen. Ich weiß nicht, wollen wir das Geisterfoto reduzieren oder wollen wir einfach das Geisterbuch fotografieren? Ja, also mir reicht das hier. Ich glaube, ich fotografiere das Buch, ist einfacher. Ja, wir haben schon. Das Ding ist, wir haben schon 1000 Interaktionen. Ja, genau, aber. Wir können es gerne nochmal testen, aber ich glaube, dann sollte es gar nicht draußen bleiben, weil er alles gespendet hat. Das Problem ist, wir haben auch nur noch ein Foto frei. Das heißt, der muss sitzen, der Schuss. Achso, ein Foto fehlt. Soll ich jetzt ein Foto machen vom Buch oder nicht? Ja, ich würde es nicht riskieren, jetzt noch gehandelt zu werden von dem Revenant. Okay, ja gut, es ist relativ selten, dass wir bei einem Revenant alle lebendig rauskommen. Also deswegen. Ich habe jetzt gerade gar nichts verstanden. Der ist eine Millisekunde gerade vor mir aufgetaucht. Oh, nice. Wieder lass uns fahren. Der hat einmal kurz Hallo gesagt, das ist verschwunden. Aber Leute, das war voll die kurze Runde. Ja, war. Noch eine zweite hinten dran. Ja, ich hänge noch eine zweite dran. Mach mal. So. Aber krass, wir werden immer besser, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ist voll die, wir gehen da rein, wir finden den Raum, wir haben die Beweise und wir gehen wieder nach Hause. So. Ey, wir haben Juicy, so. Unsere Sanity ist gut im Arsch. Ja, weil wir mit dem Brett gesprochen mit dem haben. Brett, ja, ich stand dabei, deswegen ist meine wahrscheinlich auch so niedrig. Ja, also ihr seid halt doch nur Hobby-Hexen. Ihr müsstet halt doch noch mal ein bisschen... ja. Alle eingetragen? Weil du flüchtest. Ja. Oh, ey. Nicht das gute Muss Salz. Das wollte ich mir noch in... Das wollte ich mir noch in Salat machen. So. Ey, geil. Revenant 240. Das war richtig gut. Oh, wir ja. haben voll viel... Knete bekommen, außer Versicherungsgeld. Nice. Okay. Nicht schlecht. Und keiner hat meine zwei Parabolmikrofone und meine Infrarotlichtsensoren gebraucht. Das ist ja enttäuschend. Okay. Also Leute, wir sehen uns dann nächste Runde, ne? Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Achso, wir hatten ja das vorhin schon gesagt. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde. Immer noch der gleiche Trupp. Wo sind wir denn jetzt gelandet diesmal? Keine Ahnung. Tanglewood war das, glaube ich. Ah, ein Tanglewood. Aber ja, das ist ein Profi, ne? Wahrscheinlich. Yep. Natürlich. Ich lese mal hier ein bisschen rum. Machen Sie ein Foto vom Geist. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Das mag ich gar nicht, diese Aufgabe. Der Geist heißt Karen Wilson und sie möchte den Manager sehen. Wir sollten... Wir sollten EMF mitnehmen. Ich bin kein Fan von EMF. Aber ich nehme es. Ja, EMF, alles gut. Du kannst Temperatur nehmen. Dann mache ich das. Und einmal einen Sensor und einmal eine Lampe der Tasche. Zack. Genau, das soll hier aus. Warum regnet es? Das ist nicht nass gehabt. Immer regnet es. Das ist übrigens in der Garage. Den mal direkt an.
Ist der schon wieder ausgefallen? Der ist bei Profi, ist der am Anfang irre. Ich soll hier warten, hilf mir schlecht an Hand. Hast du Fotokamera oder soll ich kommen? Nee, dann wäre gut, wenn du kommst. Ja. Hallo. Hey ho. Hallo. Hey ho, Heidi ho, hey ho ho. Hallo, hey ho. 11 Grad hatte ich hier gerade. Oh, was? Ich habe gar nicht geachtet. Irgendwo? Nee, hier in der Küche, da wo man isst, neben der Küche. Wie nennt man das? Esszimmer heißt das. Esszimmer, ja. Aber das sind 8 Grad, ja, also unter 10. 8 Grad hier. Oh, und eine Tür. Die Küche da, wo man isst, da in dem Zimmer. Okay, also im Esszimmer. So, Bewegungsmelder war. Wir müssen ein Foto vom Geist machen diesmal. Okay. EMF 2, 1, 0. Also EMF sollte schon reagiert haben. Es gab, was nimmst du mit? Was holst du jetzt? Okay, dann nehme ich Geisterbox und eine Kamera. Mein Reacher-Board war. Ich wollte mal auch gucken. Ich hab doch Kamera aufgestellt. Hast du schon eine Kamera aufgestellt? Okay, dann nehme ich ein Foto. Guckst du gerade? Ach ja, okay. Ja. EMF ist nur 3. Sollte aber für die Aufgabe gereicht haben. Okay, Orb. Okay. Geisterbox, Geisterorb. Sehr schön. Okay. Ja, du schmeißt schon wieder mit Sachen. Schmeiß zurück. Schmeiß zurück. Mach eine Messerschlacht hier. So, warte mal. Geht mal raus. Ich stell mich mal in die, stell mich mal in die Ecke. Wo bist du? Geisterbox, oh. Positiv. Wie alt bist du? Mach mal Licht aus. Taschenlampe. Wir haben die Ferienverantwortung. Ich war das, by the way, nicht. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Also ich schätze, der Geist reagiert nur alleine. Wie alt bist du? Ah, jetzt hat er Adult gesagt. Okay. Ja, mehr deswegen, mag ja, mehr macht. Temperatur. Mehr mag kein Licht, deswegen macht es nicht. Okay. Also, Gefrier. Und das letzte war Geisterbox. Also wir haben bisher einen Knochen und zwei Quatschfoto. Ja, ich weiß. Don't judge me, okay? I judge you though. Wilson, zeige dich. Zeig deine Präsenz, wo bist du? Karen, ich bin der Manager. Komm und sprich mich. Das ist ein Zeichen. Können den Manager jetzt sprechen? Sie können ihn jetzt sprechen. Er ist jetzt zu Tage. Wir hatten hier auf den Teppich gebrochen. Ach nee, das ist bloß ein Schatten. Das sieht aus wie so Fleck. Wie so grüner Ekel. Achso, jetzt brauchen wir ein Geisterfoto. Ja, wir müssen Karen sehen. Karen, besuche Karen uns. Karen Wilson. Zeige dich. Oh, sie flackert. Da ist sie. Wie konnten Sie mich gestehen auf dem Crucifix bitte? Ich verstehe dieses Crucifix nicht. Sie hätte nicht die Mutter beleidigen sollen. Siehst du, die haben die Mutter beleidigt und ich wurde gestohlen. Guck mal, ich lieg voll Kerzen gerade. Ihr müsst sie als die Mutter als Hure bezeichnen. Ich lieg hier voll wie so. Karen, deine Mutter ist meine Pose. Das liegt ganz sehr schön. Ho, 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 Karen. Karen? Karen. Ich hab sie nicht mehr gesehen, ey. Ich war einfach tot.
Kyron, kann es sein, dass du deine Stromrechnung vergessen hast zu bezahlen und deswegen ist hier so kalt ist? Komm, wir gießen mal einen Tee ein. Guck mal, da kommt Kyron schon wieder. Wo ist sie? Ich höre sie. Ich sehe sie nicht. Sie muss irgendwo da sein. Das Gute als Toter kann man halt alles sehen. Nee, sie war hier. Da ist sie! Oh! Ii, Kyron! Lauf, du sie! Lauf! Oh, sie dreht um, sie geht aufs Grab. Jetzt ist sie verschwunden. Ich hab ein Timeout. Oh nein. Oh nein. Bist du rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen. Okay, okay. Gab, wollen wir dann die Runde beenden? Wir wissen ja, was es ist. Ihr brauch, du brauchst nicht im Discord reden, Juicy. Es gab hört dich so. Weil sonst höre ich dich doppelt. Okay. Sonst ist doppelt bei mir. Doppelt. So, okay, aber wir hatten es ja schon geschafft. Das war jetzt bloß dieses Geisterwort. Ich wusste, dass wir daran sterben. Das ist halt voll. Was ist denn das für ein Mist, ey? Na. Ja. Geister-Event haben wir jetzt nicht, aber. Ja, das ist ganz komisch. Foto vom Geist. Geisterfotos hat auch nicht gepasst, obwohl ich mir. Guck mal, auf dem einen ist sogar ein Geist drauf. Ja, das zählt nicht. Das eine Foto, was ich vom Geist machen wollte, zählt als toter Körper. Ja. Ja, das sehe ich auch. Mann, und dabei war sie so okay, nah. Dann, sollen wir nochmal Pillen nehmen und reingehen? Oder? Nein, ihr sterbt. Macht das nicht. Okay. Ich habe aus dem Jenseits eine Stimme gehört. Sie meint, sie sollte es lieber nicht machen. Ja, okay. Wir sind noch im Discord gleichzeitig. Okay. Wenn alle haben jetzt Geister auf, Geisterbox, Gefriertemperatur und Mare drin. Ja, ja. Genau. Okay. Gut. Dann. Das war ja Zucker. Die alte, die war ja ganz süß. Fast wie die aussah. Wie sie sich verfolgt hat, wie sie da im Kreis gelaufen sind. So, eine mehr. Sehr gut. Ich habe 22. Naja, das heißt nichts. Ich hatte aber auch keinen Einsatz, also. Das war okay. Ja, es sah so lustig aus, Justin, wie du da im Kreis gelaufen bist mit ihr. Sie hat dich voll gejagt und die setzt um den Tisch und ich habe mir so vorgestellt. So ein bisschen. Also, so sah das aus. Mal sehen, ob ich den Soundeffekt finde irgendwo und den runterpacke. Das war auch eigentlich mein Plan, aber es hat ja funktioniert. Also. Ja, ja, ihr habt euch gut gereitet. Das Ding ist, sie ist ja ein bisschen im Flur hinterhergelaufen, dann ist sie stehen geblieben und umgedreht. Und ich glaube, sie wollte dann zu Scarp, aber dann ist sie verschwunden. Ja, sie wollte zu mir und ich habe ja dann den DC gehabt und dann... Deswegen ist sie verschwunden, okay. Weil irgendjemand war in der Garage von euch und dann ist sie Richtung Garage. Ja, das war ich. Ja, genau. Das war ich. Oh. Weil ich habe sie nicht mehr zu irgendeinem Schrank hingeschafft, in den ich reingehen konnte. Und ich dachte halt, ich bin mutig, ich stelle mich jetzt. Ja, scheiße. Ich stelle mich jetzt auf das Kreuz so und da kann sie mir ja nichts tun, weil das Kreuz ja lag ja da schon so, aber Pustekuchen, die kam direkt auf mich zugestürmt. Ich habe sie nicht Kreuz mal gesehen. Auch falsch. Das ist nicht zum Protekten von uns. Sondern? Also doch schon da, irgendwie, aber. Das soll abhalten, dass er anfängt zu handeln. Ach so. Ja, oder halt in dem Bereich festhalten. Genau, so. Und das gilt auch, glaube ich, nur für den Raum. Aber sobald sie anfängt zu handeln, ist das Kreuz dann überflüssig. Ja, okay. Ich verstehe. Also senkt das Kreuz die Chance auf Hand, im Grunde. Ja. Nein, sie frisst dann das Kruzifix. Ja. Und da ist es ein Kruzifix kann ein Hand verhindern. Gut, aber das Problem war ja, dass wir das Kruzifix vorher liegen hatten und sie angefangen hat zu handeln, aber sie das Kruzifix überhaupt nicht gefressen hat, sondern lieber mich gefressen hat. Ja, ist ja auch egal. Also ich verstehe das alles nicht. Die Fotos sind ganz cool, die sind hier ein bisschen Shining-mäßig. Ich mag auch, wie hier diese Tasse zu sehen ist. Ich habe sein Geld bekommen. Ist das bei dir auch? Ich habe hier so eine Hand aus der Luft mit einer Tasse. Sehr poetisch. Sehr poetisch, was auch immer das heißen soll. Also wahrscheinlich habe ich da gerade eine Tasse hingeworfen. Weil ich hatte die Tasse. Ja, die habe ich auch. Das ist voll lustig. Da ist die Zeit stehen geblieben. Ja, ja, das genau. Frozen in Time. Okay, Leute, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand's ganz lustig.
Falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mir zeigt. Und falls ihr neu seid auf dem Kanal, könnt ihr über ein Abonnement nachdenken. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Okay. Ich muss kurz auf Klo, ich bin gleich zurück. Schnell, also jetzt gerade Cut, ne? Also, das schnell ist raus. Also. Ja, keine Toilettenmessage, was soll denn das? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er nimmt mit die Kamera oder das Mikrofon und lässt uns seinen Strahlen. Ah, ist so wert. Alter, das ist nicht so was. Los, wir legen einen Hexenkreis um ihn mit den Talkdosen. Ja, lass es mal machen. Ich weiß zwar nicht, wozu wir 6 Stative brauchen, Leute, aber so flippen die immer, was soll denn das? Ich hab keine Ahnung. Sind da noch mehr Dosen, ne? Okay. Nee, das sind alle. Jetzt müssen wir um ihn rumtanzen. Ich kann das genau sehen. Und Sartan, kehr ihn in einen Finger wieder aus. Oh Gott, er hat sich den Rücken verhängt. Der richtet ihn in einen Finger wieder aus. Lol. Hallo, hört immer auf mit eurem Ritual hier. Ey, das sieht fast aus wie ein Herz. Warte mal, wir müssen hier noch ein bisschen was fixen. Satan, hallo. Ich begrüße dich. Ich begrüße dich, Juicy. Ich bin der Satan. Oh, hallo Satan. Oh, ich hab's aber nett hier. Das sieht aber schön aus. Sag mal, habt ihr eine Tasse Tee vielleicht? Ich bin ein bisschen durstig. Nö, ein Stück Blut, aber. Nur Sprühfarbe. Die Hölle war so trocken. Ein Stück Blut. Ein Stück Blut? Ein Stück Blut nehme ich. Hier, Frisch aus einem Tampon. Komm, aber ich kann hier nicht raus. Ich bin, oh, könnt ihr mal den Kreis aufmachen? Ich schwöre auch, ich suche euch nicht. Ach so, ja, Moment. Moment. Na gut. Komm wieder rein. Put, 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 put. Nein. Sartan, put, nein. Sartan.